Folge und zusammen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Strand, Miri und Katar. Hallo. Hallo. So Leute, ich war immer eben schnell mal zurückgeflogen und habe uns die Map geholt, weil ich habe keine Lust, noch stundenlang zu suchen. Komm, Miri, wir. Verstehe ich nicht. Oh, ich sehe nichts. Dings ist nichts. Ich falle. Die Maze. Ich Fallschaden. Ne, hier war das Yeti. Ne, ist das hier eine zweite Yeti-Höhle? Oder die müssen wir nur einmal töten, ne? Egal. Naga ist falsch. Aber wir brauchen nur den Minotaurus. Wird er dir angezeigt auf der Map? Nee, noch nicht. Hier ist die Ghastmutter, die können wir auch noch töten. Die Ghastmutter? Das ist die, die so laut rumschreit, oder nicht? Ja. Vor allem sind wir mitten in einem scheiß Säureregen. Ja, was ist das? Oder ist das nicht die Ghastmutter? Bist du hinter mir hergeflogen, Miri? Ich dachte, das ist Baloo, aber es ist ein Kobold. Toll. Gespräche, die in Minecraft gut sind und im echten Leben noch besser werden. Stimmt, das ist. Nein, hier ist der blöde Effekt mit dem Schild drumherum. Hier dürfen wir noch nicht sein. Okay. Ja, der Urgas ist ja auch letzter Boss. Okay. Wo bist du denn? Woanders als du, glaube ich. Aua. Ja, hier ist ein Kobold. Microphone muted. Ich bin jetzt gerade bei 1600, 2500. Aber hier kriege ich Schaden, weil der Regen ist so böse. Nein, ich sehe dich auf Map. Okay. Dann kann ich dir zeigen, mit wem ich dich verwechselt habe. Verwechsel ich eigentlich gleich auch mit irgendwem. Ah, das ist so praktisch. Oh, süß. Er sah aus wie du. Ja, ich denke nicht. Er sah aus wie du. Aber wir müssen Minotauren suchen. Aber wir brauchen mehr Magic Maps. Diese hier reicht nicht. Da ist ein Minotaurus. Aha. Findet, erster. Weiter. Die Minosaunus. Aber der Twilight Forest ist auch nur eine Welt, wo man nur die ganze Zeit Mobs klatscht, oder? Ja, für andere ist es nicht gut. Es gab Pinguine und das war nicht schlecht. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Freund von diesem Pinguin-Hype. Ich würde jederzeit einen Seehund knuffiger finden als einen Pinguin. Ja, alle immer so, oh, Pinguine sind so süß. Ich wusste nicht, dass das ein Hype ist, aber ist okay. Ich auch nicht, aber... Ist echt so. Jeder mag Pinguine. Meine Schwester liebt Pinguine. Ich weiß nicht, was man mit denen anfangen soll. Wir kommen so nicht durch die Blätter durch. Ich komme hier unten rum. Oh nein, ich hasse den Wald. Ich finde das lustig. Ich kann die Ohrs 6x 7x abbauen. Das ist einfach sehr schön. Es ist hier wegen dunkel. Uns? Ja, alles gut. So, weil nachher wieder in den Kommentaren dunkel. Gefragt wird, warum baust du das 10x ab? Warum baust du das 10x ab? Ich sehe gar nichts. Tut mir leid, Zuschauer, wenn ihr jetzt gerade so wenig seht. Wir sollten uns nicht verlieren. Bleib stehen. Wir sollten uns nicht verlieren. Miri, gerade eben noch einem Kobold hinterhergelaufen. Ich dachte, das wäre Baloo. Also Miri, hier muss der sein. Das heißt, wir müssen entweder einfach unter die Erde buddeln oder... Ich denke mal. Buddeln uns dann mal runter. Geh mal vor. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt ist gerade richtig lang, der Leg. Ja, richtig. Alter, wir machen gar nichts. Twilight Forest allgemein. Was ist jetzt passiert? Warum habe ich ein goldenes Lasso? Was zur Hölle? Ich darf hier nicht rein. Warum darf ich doch nicht zu dem Typen? Ich darf da nicht rein, Kase. Zu dem Minotaurus? Ah, nein. Habt ihr nicht den Nager schon? Ich darf den Dings nicht wegmachen. Du musst die Trophäe, glaub, irgendwo dort auf den Ding legen von dem Wither. Also von dem Lich. Aber dafür müssten wir wissen, wo der Eingang ist. Ich muss eben mein Inventar wieder neu sortieren. Scheiße, wie soll man denn hier irgendwas finden? Nur weil ich weiß, wo der Minotaur ist, weiß ich nicht, wo der blöde Minotaur-Eingang ist. Ich glaube, ich habe hier irgendwas gefunden. Ja, das ist leider nichts Besonderes. Irgendwas in meinem Inventar ist ganz böse gerade verbuggt. Verbuggt! Ich hab den Eingang gefunden! Meine ganze Rüstung ist weg. Nein.
Bitte nicht. Doch, guck doch mal, was ich dir geschickt habe auf WhatsApp. Du bist gedisconnected. Und WhatsApp hat mir noch nichts geschickt. Guck mal, ob dein Internet an ist. Internet! Trotzdem nicht gekommen bisher. Mach's mal an und aus. Wieso muss es an meinem liegen? Jetzt ja, weil es bei mir rausgeschickt ist. Ja, mein ganzes Spiel ist hinüber. Ah, super. Irgendwas. Was zum Geier ja, ist ich passiert da? Neu starten, das Spiel, okay. Mit deinen Lassos und Bilderrahmen und so. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Dann lass uns haben dein Spiel verbuggt. Nee, ich wollte einen Backpack aufmachen. Dann hat es geleckt und plötzlich war alles so. Ja. Kann auch sein, dass das ein Troll-Backpack war. Oh, das ist ein Backpack, das ich jetzt schon seit Folgen mit mir rumschleppe. Ach so, okay. Geil. Hoffen wir aufs Beste. Starten wir alles neu. Ja. Geil, aber das musste ich auch. Ich hoffe, es funktioniert gleich. Ja, ja, ist alles wieder sauber danach. Okay. Bin ich mir sicher. Hier, auf jeden Fall komme ich ohne Miri da sowieso jetzt nicht rein, weil nur mit Miri, Libo hat den Nagerkopf und nur so kommen wir in die Tür rein. Ich habe keinen Nagerkopf. Ich? Vom Lichtking. Warte, oder ist es der Lichtking-Kopf, den wir brauchen? Kann auch sein, der Lichtking-Kopf ist. Auf jeden Fall müssen wir hier für die Tür auf, müssen wir hier eine Trophäe hinstellen. Okay. Das ist ein... Dauert noch ein bisschen. Das startet. Scheint egal zu sein, welche Trophäe man hinstellt. Kann das sein? Ich glaube, du musst die von davor nehmen. Aber gerade leckt sowieso. Also. Louis reached the goal. Ja, aber das war nicht richtig. Das ist immer noch zu. Steht aber nicht dabei, welches die wollen. Aber ich denke mal, dass sie die... Nicht die von der Queen wollen. No Queen wollen war nicht das Ziel der Reise. Ja, okay. Das heißt, wir waren noch Miri. Dann müssen wir jetzt den Minoshroom, dann noch die Hydra. Und dann, Resting Ram. Ramlan. Ding Dong. Ist bestimmt bald fertig. Ich bin schon bei 3 von 7. Ja, ich kenne das, dort zu laden. Guck, ich erkunde schon mal ein bisschen die Map, damit es nachher nicht so laggt, okay, wenn du kommst. Ach ja, spannend. Kannst ist du das, machst du so Schönes? Ich bin gerade im End unterwegs. In dem Erweiterten? Ja, ja. Ich versuche da Prosperity Shards zu fangen und zu farmen. Ja. Das Problem ist, ich finde gerade den Eingang nicht mehr wieder. Den eigentlichen Eingang. Weil mir meine Journey Map auf einmal aus irgendeinem Grund das nicht anzeigen will. Ja, ist. Das ist doch super. Mhm. Absolut. Aha, hier ist die Hydra. Okay, habe ich auch schon mal gefunden. Bis später. Oder kann man die auch vorher schon töten? Stimmt, auch geschützt. Hier ist er. Hier ist es definitiv. Au, hier gibt's Feuerregen. Was zum Geier? Oh ja. Das ist die Hydra. Süß. Hallo, du 2-3 Köpfe. Süß. Oh. Mit du Dreiche, mit du Kuscheln. Hier, kuscheln mit meinem Pfeil. Wäre nur schön, wenn es hier nicht die ganze Zeit Feuer regnen würde. Aber sie ist geschützt. Ich bin bestimmt bald fertig, schon 5 von 10. Darf sie nicht angreifen, ohne dass ich das andere gemacht habe. Fies! Ach, tatsächlich. Ich glaube, das war früher mal anders. Die Reihenfolge war früher, glaube ich, anders. Es hat immer mit Naga angefangen, aber ich glaube, Hydra war früher der Endboss, jetzt ist der Urgast. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir uns so auf die Reihenfolge eingeschossen haben damals. Doch, doch, es war, immer, das war schon immer ein Aspekt davon. Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass man einfach irgendwas getötet hat. Ja, ich hatte überhaupt keinen Plan davon. Ich finde auch bis zum heutigen Tag diese Mod schrecklich.
Weil das Problem ist, wenn du sie spielst, es war schon immer so, dass Twilight Forest, die Map-Generationen davon, das ist alles schön und das ist alles riesig, aber es ist halt das Problem, dass das eine so riesige und so anspruchsvolle Mod ist, und zwar nicht vom Inhalt her, sondern von der Serverleistung her, dass du es niemals genießen kannst, diese Mod zu spielen. Weil es immer des Todes laggt? Ja, es gibt auch im Singleplayer, hast du intern Lags und sowas. Ich habe eine Stadt der Pilze entdeckt. Ich guck mal, ob ich jetzt wieder auf den Server komme. Die ganze scheiß Stadt der Pilze ist leer. Und? Ich bin wieder da. Aber leider sind immer noch Sachen nicht richtig. Hast du dein Zeug wieder? Habe ich doch gesagt, ein paar Sachen sind nicht richtig. Ja, aber ein paar ist nicht alles. Ja, richtig. Aber das meiste ist wieder da, das Wichtigste. Was fehlt dir denn? Mein Questbuch. Schau mal in deinen Rucksack rein, den du geöffnet hast. Nein, das will ich nicht. Ja, aber wahrscheinlich liegt es da drin. Hast du die nur Trophäe? Die ist wichtig. Ja, habe ich. Welche Richtung jetzt raus? Ach, da bist du. Warte, bleib da stehen. Wo bist du? Nein, bleib du da. Ich muss da eh wieder hin. So, alles ich gut. Dachte, wir müssen woanders hin. Okay. Nein, alles richtig. Okay. Oh, hier sind Monster. Hier müssen wir hin. Klar, sind hier drei lilane von diesen Affen. Ist logisch. Klar. Warum brauchen wir denn Insanium-Essenz dafür? Oh, das sind kleine Baloos. Ach, hast du das von Insanium runtercraften lassen? Oh, der hat mein Schwert droppen lassen. Aufpacken. Ja, ich sag ja, du musst aufpassen bei denen. Kommt mal hier weg, ihr Scheißviecher. Wir wollen da noch nur rein. Kommt mal hier ins Wasser und chillt mal eure Basis. Du hast die ganzen Supremium-Essenzen schon ins System getan? Ja, hab ich. Okay, dann haben wir ein Problem. Warum? Weil wir nicht genug Essenzen mehr haben, um 100 von den Barren zu machen, von den Supremium-Barren. Von den Blauen. Ich hab gerade mal 20 gebaut. Von den Blauen. Also. Okay. Sorry. Das war wieder mein Schwert. Ich würde es gern wieder haben, danke. Das Problem ist, Miri, lass uns die mal rauslocken. Lass uns die einfach weglocken. Die kriegen wir so nicht besiegt. Das sind drei Lilane. Die sind zu krass. Baust du jetzt so halb ein, dann kann ich sie die ganze Zeit abschießen. Was machen die da drin? Ja komm, lass die uns doch einfach weglocken. Das dauert viel zu lange. Ja, nein, guck doch hier. Die kommen hier nicht mehr raus. Ja, aber ich habe hier einen, den ich rausgelockt habe. Komm mit, Günther. Idiotikus. Jetzt hau ich ihn hier in den Abhang runter. Bleib halt hier. Okay, bist du fertig, Miri? Dann komm. Komm Warte, zu mir. Aber ich krieg sie gerade down. Ja, aber brauchen wir ja nicht. Aber vielleicht droppt der coole Sachen. Ja, hier hat einen Fisch gedroppt. Cool. Ich mag Fischis. Ich sehe nichts. Ich schieße einfach nur geradeaus. Nutze deine Info. Der blendet mich die ganze Zeit. Du weißt, dass wir nicht viele Pfeile haben, ne? Soll ich aufhören? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nein, mein Schwert. Ich hab meinen Treebow gekriegt. Mein Schwert wieder. Meinen Sie, was er Gutes droppen kann, sind Herzen. Da ist noch einer drin. Okay, ja, wir haben ja schon einen. Zwei Herzen, willst du eins? Ja, warte, jetzt töte ich den auch eben schnell. Der ist jetzt kein Problem mehr. Vielleicht droppt er ja auch noch was. Bist du ein Herdcontainer? Ja, immer, gerne. Ja, wobei, du hast viel weniger als ich. Wie viele hast du denn? Wie viele rein? Ich weiß, 6. Okay, ich hab 5. So, komm mit, du musst die Tür aufmachen. Ich glaube, wir sind aber langsam aber sicher durch mit der Folge, Männchen. Noch nicht ganz. Noch nicht? Miri, kommst du hier rein? Und jetzt bitte... Uah! Wo bist du? Oh nein, was ist denn das hier noch? Noch ein lilanes Monster. Was ist denn hier los? Da du hast gesehen, rein? Dass ich die Treppe runter bin, ne? Du standst da direkt neben mir. Ah, hier. Was ist das für ein Ding? Ist das schon der Endboss?
Nein, das ist, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas, was wir töten müssen, weil es mich nervt. Geh sterben. Gut. Da. Jetzt kannst du da den Kopf bitte drauf tun. Willst du das diese Folge noch machen? Wir können Cliffhanger machen. Ja, du kannst ihn drauflegen und dann sagen wir, was nächste Folge seht ihr, was dahinter ist. Okay, ich leg ihn jetzt drauf. Ja. War nicht richtig. Oh. Och Mann, was musst du denn da drauf tun? Welchen Kopf hast du denn? Vom Lichtking. Ja. Sind die dumm? Ich verstehe das nicht. Dann holen wir halt gleich zwischen den Folgen das andere Zeug. Was? Warum bin ich gefrostet? What the fuck? Ich war schuld. Ich habe eine Frostbombe geworfen. Bist du so kacke? Kannst du die Folge beenden. Ich glaube, ich hatte gar nicht die Anmut. Ich wollte es nur sagen. Ach so, ja Leute, dann ich war's, ne? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Guckt bei mir Katze vorbei und morgen gehen wir hier rein. Macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Raus. Throw your canes up.